Aber wenn sowieso alles diesen totalitär-absolutären Drittveränderungsimperativ des Tödlichen unterworfen wird und damit jeder Augenblicksvergegenwärtigungsmoment madig gemacht wird, wegen Tilgung, wegen Unwertmachung, wegen Streichung, Aufhebung, warum dann nicht gleich ganz sich von dem Futur 2 verabschieden und von der Vergangenheit und den Moment als den nehmen, der er ist? Das ist eben das, was die Zen-Buddhisten anstreben. Und auch hier haben sie eine andere Form von Ewigkeitsphantasma. Nicht in dem zweiten Futur, der alles in die Vorvergangenheit schiebt, sondern in der Vergegenwärtigungs Augenblicklichkeit, die stillsteht im Auge des Parmenides.